Hallo, meine lieben Pilates-Teilnehmerinnen. Ich möchte mit euch heute Pilates mit dem Pilates-Ball machen. Wenn ihr keinen Ball zu Hause habt, macht ihr die Übung einfach mit einem normalen Ball oder ohne. Okay? Oder ihr kauft euch einen. Dann fangen wir einfach mal an. Wir stellen uns auf die Matte, haben den Ball in der Hand, stellen uns hüftbreit auf, ziehen den Bauch ein, spannen unseren Körper an. Das Powerhouse habe ich aktiv, die Schultern habe ich unten. Den Ball nehme ich mit nach oben, drücke ihn zusammen, gehe zur Seite, atme aus, zur Mitte ein, andere Seite aus. Schön den Ball zusammendrücken, Bauch habe ich eingezogen, wir bringen uns zur Seite, kommen wieder zur Mitte, andere Seite. Nehmen die Arme lang nach vorne, Schulter nicht hochziehen, runterziehen, Bauch bleibt schön eingezogen, Ball drücke ich zusammen und zur Seite, zur Mitte, andere Seite. Und wir bleiben mittig, nehmen die Arme nach oben, wir gehen zur Seite, drehen uns zur anderen Seite, kommen mit den Armen nach vorne und drehen uns wieder zur anderen Seite. Wir beginnen mit links und drehen uns nach rechts, nehmen die Arme nach vorne und wieder nach links. Wir fangen mit rechts an, zur Seite, andere Seite. Arme nach vorne nehmen und wieder nach rechts. Schön den Ball zusammendrücken, Powerhouse bleibt aktiv. Links, rechts und wieder links. Wir lassen den Ball oben, nehmen das rechte Bein nach vorne und zeichnen das unendlich Zeichen. Bauch schön einziehen, Körperspannung aufbauen. Mal zur Seite. Und nach hinten. Thank you.
Und wir setzen ab. Andere Seite. Wir kommen wieder in die Ausgangsposition. Nehmen das linke Bein nach vorne. Das Powerhouse habe ich aktiv. Den Ball drücke ich zusammen. Und wir zeichnen das Unendlich-Zeichen. Die Arme wieder nach oben. Hände drücke ich zusammen. Ich nehme das rechte Bein nach hinten. Wunderbar. Und nehme den Ball nach vorne und wieder zurück. Bauch habe ich eingezogen. Wir setzen hinten ab, gehen in die sogenannte Kriegerstellung. Hinteres Bein habe ich gestreckt, vorderes Bein haben wir gebeugt, den Bauch ziehen wir ein, die Arme nehmen wir nach oben, drücken den Ball zusammen, Schultern runter und wir gehen vor und kommen wieder zurück. Drehen uns zur rechten Seite. Wieder zurück. Schön zusammendrücken, wir gehen zur Seite, zur Mitte, andere Seite. Wir gehen nach vorne, zur Seite, andere Seite. Versuchen noch ein bisschen tiefer zu gehen. Wunderbar. Los geht's. Bauch schön einziehen.
Ball zusammendrücken. Und noch einmal. Und wir lösen. Wir haben ja noch die andere Seite. Wir konzentrieren uns. Nehmen den Ball wieder nach oben. Ziehen den Bauch ein. Schultern ziehe ich runter. Nehme mein linkes Bein nach hinten. Wunderbar. Und nehme den Ball nach vorne und wieder zurück. Mein Bauch fest. Ich habe meinen Bauchnabel hinten an der Wirbelsäule angeknöpft und versuche ihn dort auch zu halten, zu parken. Und ich halte oben und bewege mein Bein. Zusammendrücken dabei. Und wir setzen hinten wieder ab, gehen in die Kriegerstellung. Okay. Und wir gehen nach vorne und zur Seite. Wir lassen die Arme oben und gehen wieder zur Seite. Andere Seite. Wir kommen wieder nach vorne und drehen uns zur Seite. Andere Seite. Der Bauch bleibt eingezogen. Noch da? Na gut. Wir lösen. Wunderbar. Wir setzen uns auf die Matte. Okay. Ich sitze auf dem Ball.
versuche mein Gleichgewicht zu halten. Ist manchmal gar nicht so einfach. Den Bauch ziehe ich ein. Wackeln ist erlaubt. Ich nehme die Arme nach vorne und drehe mich zur Seite. Wir bleiben mittig und wir gehen vor und kommen wieder zurück. Vor und wieder zurück. Achten wieder auf unsere Haltung, bleiben schön auf dem Ball. Okay. Und nochmal zur Seite, zur Mitte, andere Seite. Und wir nehmen die Arme nach oben und gehen vor, Füße ranziehen, kommen wieder zurück, Füße strecken. Und wir bleiben oben. Wunderbar. Wir machen die Beine auf. Ein bisschen einfacher mit dem Ball. Okay, wir müssen darauf achten, dass wir vom Ball nicht runterfallen. Den Bauch ziehe ich ein, Schultern ziehe ich runter. Okay, wir fangen langsam an. Ich nehme die Arme nach vorne und ich gehe zur Seite, zur Mitte, andere Seite. Schön den Oberkörper mitdrehen. Powerhouse bleibt aktiv. Füße ranziehen. Die Arme nach oben und los geht's. Und wir nehmen die Arme zur Seite und los geht's. Wir ziehen den Arm nach oben. Bauch bleibt eingezogen.
Und Arme hoch, Hände zusammen und los geht's. Achtet auf den Powerhouse, Bauch bleibt eingezogen, wir atmen aus und kommen wieder vor, atmen ein. Und nicht vom Ball runterfallen. Und noch einmal. Und die Arme zur Seite nehmen und nochmal. Wenn wir die Übung machen, nehmen wir jetzt die Position ein, indem wir zum Bein rübergehen. Bauch bleibt eingezogen. Und wir bleiben wieder in dieser Position, nehmen den rechten Arm nach links, andere Seite. Wir nehmen die Seiten mit. Andere Seite. Und wir lösen. Wir gehen runter vom Ball, nehmen den Ball in die Hand, die Beine sind gestreckt, die Füße sind ganz lang in der Spitze, den Bauch ziehe ich ein, den Ball nehme ich in die Hand und gehe nochmal vor und komme zurück. Und wir lösen. Letztes Mal. Wunderbar. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Natürlich mit dem Ball. Wir stützen uns mit den Händen auf den Ball. Ziehen den Bauch ein. Nehmen das rechte Bein heraus. Und beugen und strecken. Thank you.
Seite. Gar nicht so einfach. Die Balance auf den Ball zu halten. Probiert es aus. Konzentriert euch. Heraus, nehme den Ball zur Seite und schiebe ihn unten durch und komme wieder zurück. Streckung. Und wir wechseln einmal andere Seite. Zehenspitzen auf, den Bauch ziehe ich ein, wunderbar, und ich strecke, und wieder ab.
Bauch schön eingezogen lassen. Und wir setzen wieder ab. Legen uns einmal zurück. Letzte Übung im Vierfüßlerstand. Dann legen wir uns auf den Rücken. Ich nehme den Ball noch einmal in die rechte Hand. Nehme rechtes Bein und rechten Arm heraus. Und kreise. Und wir kreisen in die andere Richtung. Und wir machen auf. Und wir lang vor. Hoch. Und wir wechseln. Andere Seite. Alles mit der linken Seite. Wir stabilisieren uns, ziehen den Bauch ein und wir kreisen. Gar nicht so einfach, alles mit der linken Seite durchzuführen. Kreisen in die andere Richtung. Jetzt wird es gleich ein bisschen schwieriger wieder. Und wir machen auf und ziehen lang. Und auf und lang. Bauch eingezogen lassen. Wir lösen. Wunderbar. Wir legen uns auf den Rücken und legen den Ball unter unserem Rücken. Die Arme lege ich unten ab, die Schultern habe ich flach auf dem Boden. Das linke Bein lege ich gestreckt ab. Das rechte Bein nehme ich gestreckt nach oben und zeichne das Unendlich-Zeichen. Und wir zeichnen das Unendlich-Zeichen in die andere Richtung. Bauch bleibt schön schmal. Und wir setzen ab. Andere Seite.
kreisen in die andere Richtung. Und wir schließen, winkeln die Beine an. 90 Grad, 90 Grad. Bauch einziehen und wir strecken. Wir stellen die Beine auf, nehmen den Ball zwischen den Beinen, nehmen die Arme nach oben, den Ball drücke ich zusammen, Bauch ziehe ich ein und wir rollen auf. Beine. 90 Grad. Und wer mag, der lässt los. Auf den Ball. Wunderbar. Das untere Bein lege ich im 90 Grad Winkel ab, das obere Bein hebe ich und kreise. Zehenspitze unten auf den Fußboden, eine kleine Bewegung. Und wir heben und vor. Die letzten 5 Minuten, wir machen noch die andere Seite und dann machen wir noch eine leichte
möchte Dehn-Entspannungseinheit 1-2 Minuten und dann sind wir auch schon wieder mit unserer Pilates-Stunde, mit unserem Pilates-Training zu Ende. Wir halten vorne und tippen vorne auf. Viel Spaß beim Pilates, seid fleißig zu Hause und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, weil ich vermisse es auch, mit euch Sport zu machen. Bis bald, tschüss!